Ein Atom ist zunächst über die Anzahl der Protonen in seinem Kern definiert. Zum Beispiel hat Eisen 26 Protonen im Kern. Außerdem hat jedes Element seine eigene Elektronenkonfiguration. Und diese Elektronenkonfiguration, also die Anordnung der Elektronen um den Atomkern. Und zwar ist die Elektronenkonfiguration immer dann einzigartig, wenn das Atom im elektrisch neutralen Zustand ist, das heißt, wenn die Anzahl der Elektronen um den Atomkern gleich ist wie die Anzahl der Protonen, im Fall von Eisen also 26 Elektronen um den Eisenkern. Die Elektronenkonfiguration wird häufig in einem Termschema dargestellt und über die Quantenzahlen beschrieben. Also einmal das Termschema und dann gibt es vier Quantenzahlen. Das Termschema besteht eigentlich nur aus einer Y-Achse und auf dieser Y-Achse ist die Energie aufgetragen. Ganz hier unten ist der Atomkern und Elektronen, die am nächsten zum Atomkern sind, haben die geringste Energie. Ganz ähnlich wie bei einem Loch und wenn hier oben eine potenzielle Energie von 0 ist und hier fällt was rein, dann hat es hier unten die geringste Energie und auch eine negative Energie von, keine Ahnung, minus 3 oder sonst irgendwas. Entlang der Y-Achse werden nun die Hauptquantenzahlen aufgetragen, die n heißen und Energieniveaus darstellen, also n gleich 1, 2, 3, 4 und so weiter nach oben. Jedes Energieniveau hat jetzt noch Unterniveaus. Und die werden mit Buchstaben bezeichnet, beziehungsweise mit der Nebenquantenzahl L. Jetzt hat das erste Energieniveau kein Unterniveau, also nur ein Niveau, deshalb ist L gleich 0, also kein weiteres Unterniveau. Und diese Unterniveaus besitzen Orbitale. Und diese Orbitale werden über die magnetische Quantenzahl M bezeichnet. Und das fängt auch mit 0 an. Jetzt beim zweiten Energielevel gibt es wieder ein S-Unterniveau, oder man nennt es dann auch S-Orbital, weil dann dort die Orbitale sind. S, das ist wieder bei L gleich 0. Jetzt gibt es aber auch noch weitere Unterniveaus und Orbitale, nämlich im P-Unterniveau, und da gibt es drei Orbitale. Und die werden wieder mit M bezeichnet, wobei M 0, minus 1 und 1 einnehmen kann. Also das hier wäre M und die Nebenquantenzahl ist hier 1. Im dritten Energieniveau gibt es jetzt drei Unterniveaus. Also das Energieniveau gibt auch an, wie viele Unterniveaus es gibt. Wieder S mit dem einen Orbital, Magnetquantenzahl 0. Dann dreimal P mit minus 1, 0, 1. Und dann noch fünfmal D. Wobei auch hier, das war eins zu viel, wobei auch hier in der Mitte 0 ist, dann minus 1, minus 2, 1 und 2. Und entsprechend hier auch wieder Orbitale. Das heißt, hier hat man L von L gleich 0, L gleich 1 bis L gleich 2. Und in jedem Orbital können zwei Elektronen sitzen mit Spins. Und das wäre dann die Spin-Quantenzahl. Dann hätte man alle drei Quantenzahlen. Jetzt lässt sich dieses Ganze etwas einfacher darstellen. Und zwar wie folgt. Das erste Niveau oder beim ersten Niveau schreibt man jetzt 1 für das erste Energieniveau. Dann welche Orbitale es gibt, welche Unterniveaus, also S. Und dann wie viele Elektronen in diesem Unterniveau sitzen können, in dem Fall 2. Und dann macht man das gleiche für das zweite Energieniveau. Da gibt es jetzt das zweite Energieniveau, wieder ein S-Orbital, 2 Elektronen, aber auch in diesem zweiten Energieniveau ein P-Orbital mit 6 Elektronen. Denn hier gibt es diese drei Orbitale, diesen drei magnetischen Quantenzahlen, minus 1, 0 und 1, mit jeweils 2 Elektronen, also im zweiten Energieniveau gibt es ein P-Orbital mit 6 Elektronen. Im dritten Energieniveau gibt es dann wieder ein S-Orbital mit 2 Elektronen. Im dritten gibt es auch ein P-Orbital mit 6 Elektronen. Und dann gibt es noch ein D-Orbital, und da gibt es jetzt 5 und jeweils 2 Elektronen, macht also 10 Elektronen im D-Orbital. Und so geht es weiter mit 4s2, 4p6,
4D10 und dort kommt dann noch ein viertes dazu, das ist ja im vierten Energieniveau und das ist F und das ist dann 4F. Es kommen weitere 4 Elektronen dazu, weil da ja 2 dieser magnetischen Quantenzahlen dazu kommen, also 4F14. Und so geht es immer weiter. Die nächste Frage, die wir dann beantworten wollen, ist, in welcher Reihenfolge werden die Orbitale besetzt? Und natürlich wollen alle Elektronen so nah wie möglich am Atomkern sein. Also alle wollen irgendwo hier unten sein. Deshalb wird das hier zuerst besetzt, dann kommt das nächste S-Orbital und wird besetzt, dann kommen diese P-Orbitale hier und so weiter. Und diese Besetzung, das nennt man ein Aufbauschema und das kann man sich sehr leicht auch visualisieren. Und dazu werden jetzt diese Kurzschreibweise noch einmal andersrum geschrieben. Das wird auch gleich klar werden, weshalb. Also man schreibt jetzt 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14 und könnte man hier hinten eigentlich noch ein weiteres Orbital hinzufügen. Es sollte aber gleich klar werden, weshalb das nicht nötig ist. Ich schreibe noch eine Reihe hin, 6S2, 6P6, 6D10 und 6. Energieniveau Orbital F mit 14 Elektronen insgesamt. Wichtig bei dem Ganzen ist jetzt, dass es auf dem ersten Energieniveau das oder diese ganzen Orbitale nicht gibt, auf dem zweiten diese nicht gibt und auf dem dritten diese nicht gibt. Und wie gesagt, die weiter hinten hier in diese Richtung, die sollen für den Moment egal sein. Und was wir jetzt gleich sehen werden, ist, dass diese verschiedenen Energieniveaus nichts anderes sind als die Perioden im Periodensystem. Und den genauen Zusammenhang und die genaue Korrelation werde ich jetzt mal erklären, indem ich erkläre, wie die Elektronenkonfiguration der einzelnen Elemente sich aufbaut. Und dazu gibt es auch etwas, das nennt sich tatsächlich auch im Englischen das Aufbauschema. Und das wollen wir uns einfach mal machen. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, hier ein bisschen mehr Platz brauchen. Und dann fange ich an, hier rüben hinzuschreiben, erste Periode. Außerdem schreibe ich noch die Anzahl der Elektronen hin, die in dieser Periode sind, sowie die Summe aller Elektronen. Das wird gleich klar. Im Aufbauschema geht man immer von rechts oben nach links unten und sobald man durch S-Elektronen kommt, muss man eine Periode beginnen. Und zwar die hier vorne steht. Also, wir haben jetzt ein S-Elektron getroffen, erste Periode. Im S-Orbital gibt es 2 Elektronen, schreiben mal auf, 2 Elektronen. Dann können wir hier nicht weitergehen, weil da kommt nichts mehr. Das heißt, wir fangen wieder rechts oben an. Hier ist ein Kreuz, da gibt es keine Elektronen. Gehen wir weiter, hier kommen wir wieder auf S-Elektronen. S-Elektronen heißt, wir müssen eine neue Periode anfangen, jetzt Periode 2. Also müssen wir zweite Periode anfangen. Das heißt, wir sind mit der ersten Periode fertig. Dort haben wir 2 Elektronen gefunden, die schreiben wir hin, 2 Stück. Auch in der Summe sind es 2. Und jetzt fangen wir hier, wie eben gesagt, mit der zweiten Periode an. Da haben wir auch 2 S-Elektronen, schreiben wir hin, 2 Stück. Dann, hier geht es nicht weiter, also fangen wir wieder rechts oben an. Hier gibt es keine Elektronen. Dann kommen wir hier durch ein P-Orbital durch, da gibt es 6 Elektronen. Die müssen wir hier dazu zählen, also plus 6. Dann geht es weiter, ups, wir kommen durch ein S-Orbital, wir müssen eine neue Periode beginnen. Das heißt, für die zweite Periode sind wir fertig, da haben wir 8 Elektronen. Aber die zweite Periode hat nicht nur diese 2 plus 6 Elektronen, sondern auch noch die aus der ersten Periode dazu. Das heißt, eine Summe gibt es hier 10 Elektronen. Und wir treffen auf dieses 3S-Orbital, das heißt, wir müssen hier die dritte Periode anfangen. Und haben da erstmal 2 Elektronen natürlich. Hier geht es wieder nicht weiter. Das heißt, wir müssen wieder rechts oben anfangen. Gehen hier durch, keine Elektronen, kommen jetzt in das 3P6-Orbital. Das heißt, wir müssen auch hier wieder 6 Elektronen dazu zählen, also plus 6. Treffen dann auf das 4S-Orbital. Das heißt, das war es mit Elektronen für die dritte Periode. Das sind wieder 8 und in der Summe dann
18. Und wir müssen hier eine neue Periode anfangen, nämlich die vierte Periode. Und das sind wieder zwei Elektronen im S-Orbital. Dann geht es hier wieder nicht weiter, wir müssen wieder ganz oben anfangen. Und dann gehen wir hier durch und jetzt kommen wir auf ein D-Orbital mit 10 Elektronen. Das heißt, wir müssen jetzt plus 10 machen. Und anschließend nach dem D-Orbital kommen wir auf das P-Orbital mit 6 Elektronen, also zählen wir 6 dazu. Und dann kommen wir zum S-Orbital, das heißt, wir sind mit der vierten Periode hier fertig und insgesamt haben wir 2 plus 10, 12 plus 6, 18 Elektronen und in der Summe 36. Und jetzt wollen wir uns das mal ganz kurz angucken, wo die Elektronen herkommen. Also einmal in der ersten Periode ist das dieses eine S-Orbital. In der zweiten Periode, in der äußersten Schale, ist das das S- und das P-Orbital. In der dritten ist es wieder ein S- und ein P-Orbital. Und in der vierten Periode ist es dann S und P, aber auch noch das D-Orbital vom dritten Energieniveau. Das kommt durch dieses Aufbauschema, dass man eben immer von rechts oben nach links unten durchgeht. Und dann geht es weiter mit den 5S-Elektronen. Das heißt, wir müssen hier wieder eine neue Periode beginnen, also die fünfte Periode. Und dann gibt es zuerst die 2S-Elektronen. Dann fangen wir wieder von rechts oben an, kommen durch 4D10, also plus 10, kommen durch das 5P6, also plus 6 und haben hier wieder erneut 18 Elektronen, denn weiter geht es nicht, denn dann fängt wieder ein neues S-Orbital an. Also haben wir hier wieder 18 dazu und kommen dann hier auf 54. Und wenn wir uns dann wieder anschauen, wo die Elektronen herkommen, sind es auch wieder zwei, also S- und P-Orbital und dann das D-Orbital aus vom vierten Energieniveau. Und dann kommen wir auf das S-Orbital aus dem sechsten Energieniveau, also müssen wir eine neue Periode anfangen, dann haben wir die sechste Periode. Und diesmal haben wir zwei S-Orbital-Elektronen wieder, dann fangen wir wieder ganz da hinten an und kommen jetzt durch das F-Orbital mit 14 Elektronen durch. Also plus 14, dann plus 10 und dann nochmal plus 6. Und anschließend kommen wir dann hier zum 7S2. Dann müssen wir eine neue Periode aufmachen. Das heißt, für den Moment sind wir mit dieser Periode fertig. Zählen mal zusammen, dann haben wir 6 plus 14, 20, 30, 32 Elektronen. Zählen das mal hier dazu, dann kommen wir auf 86 Elektronen. Und dann können wir schauen, wo die herkommen. Aus S und P vom sechsten Energieniveau, dann D vom fünften Energieniveau und dann auch noch die F-Orbital-Elektronen aus dem vierten Energieniveau. Und schließlich können wir das Gleiche auch noch für das siebte Energieniveau machen, die siebte Periode, also haben wir hier siebte Periode. Fangen wieder, da brauchen wir noch ein paar von den Orbitalen hier, also 7D10, 7F14 und dann fangen wir da rechts oben an, kommen hier durch 5F14 durch, weil hier neben dem gibt es kein Orbital. Das heißt, beziehungsweise wir fangen natürlich mit dem S-Orbital hier an, also 2, dann wieder plus 14, dann wieder plus 10 und plus 6, plus 10, plus 6. Das sind also wieder erneut 32, das zählen wir zu 86 dazu und dann sind wir hier bei 118. Und auch hier können wir nochmal schauen, wo die Elektronen herkommen und das sieht wieder gleich aus wie vorher. Und die Zahlen können wir dann einmal vergleichen mit dem Periodensystem. Also in der ersten Periode haben wir maximal 2 Elektronen, dann 10, dann 18, 36, 54, 86 und 118. Dann schauen wir ins Periodensystem rein und gucken auf die rechte Seite, die maximale Anzahl der Elektronen. Und dann sehen wir hier 2, 10, 18, 36, 54, 86. Und hier unten können wir schon sehen, dass hier 118 kommen würde. Also, das ist genau
das, was sich aus diesem Aufbauschema ergibt und aus der Elektronenkonfiguration. Und hier ist dann auch die Verbindung zwischen Elektronenkonfiguration und Periodensystem der Elemente.